Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Barrabees. Heute mit was ganz Besonderem. Wir sind das erste Mal in Österreich. Deswegen haben wir auch ein bisschen dekoriert. Ja? Das ist ja jetzt nicht unbedingt selbstverständlich. Das sind alles österreichische Pflanzen, die wir jetzt eingefahren haben. Ja. Und wir sind auch quasi mit exotischen Pflanzen im Affenhaus bei Peter Affenzeller, ehemaliger Mr. Österreich. Kein Witz. Aha. Und der hat eine Distillerie, also hat seit 2009 mit Brennen angefangen, ist relativ jung, aber... Ich würde das ja so nicht stehen lassen. Nee? Das ist eine Erlebnisdistillerie. Das stimmt. Und Genusswelt. Und das Ganze findet sich am Whiskyplatz 1 in Alberndorf. Das ist bei Linz, die Ecke. Ich mach schon mal auf und check. Oder du musst da erstmal abreißen. Ich mach schon mal auf und... Na, okay. Und ich war nicht dort, aber ich war in der Gegend und ich habe mich da einfach mal eingedeckt mit einem Standard Single Malt, den sie rausbringen. 8 Jahre hat der auf dem Buckel, also schon eine gute Zeit. Und auch ein bisschen was an Fässern gesehen, Standard amerikanische Weißeiche erstmal. Anschließend haben sie österreichische Eiche benutzt für ein Fass. Das finde ich sehr spannend. Ungarische Eiche kennen wir auch. Ja. Wäre die Frage, ob das die gleiche sehr ist. Sehr aromatisch. Das ist ja nicht die gleiche, weil es ja österreichisch ist. Weiß man nicht, es gibt ja mal Österreich-Ungarn, ne? Also die Verpackung ist schon hart, muss ich sagen. Das ist schon... Minuspunkt. Ja. Naja, erzähl weiter. Sorry. Außerdem, letzte 3 Monate Finish in einem Sherry-Fass. Aber kein First Fill, sondern ein bereits vorgelagertes Sherry-Fass. Später. Heben wir uns auf für später. Ja, sorry. Wie viel Prozent hat das Ding? 40 oder so, ne? 40 glatt. Ja. Ja. 40 glatt kann man in verschiedenen Größen kaufen. Ich glaube, einmal wie wir es hier haben, so 5 cl die Ecke. Außerdem gibt es 0,35 Liter und 0,5 Liter. Beim halben Liter sind wir da beim Stückkostenpreis von 51 Euro. Ist fair, kann man machen. Halber Liter 51 Euro, ja. Österreichische Distille. Ja. 8 Jahre auf dem Buckel. Von Mr. Austria, ne? Von Mr. Austria, muss ich mir überlegen. Überlegen. Promi. Ja, krass. Vielen Dank. Schöne Farbe. Seht ihr das? Bärenstein. Jetzt war ja ein bisschen Sommerpause bei uns auch. Habt ihr jetzt gar nicht so gemerkt? Die Videos sind ja immer im Fluss. Ja, links und rechts überall reingetrudelt. Da kennen wir ja nichts, ne? Aber für uns war jetzt ein bisschen Sommerpause und ich muss erstmal wieder reinkommen. Ne? Das ist für mich der erste Whisky seit 1992. Du hast auch noch nicht viel getrunken, ne? Kannst du dich noch erinnern? Heute? An so ein paar Notes? Nee, nee. Ich glaube, häufig hatten wir ja auch Garnele als Note rausgehauen. Nein, nein, alles gut. Also es ist tatsächlich so, dass ich sagen würde... Der Sherry-Einfluss ist hier deutlich riechbar. Das ist definitiv kein reiner Bourbon, so, ne? Das ist. Wirkt cremig. Das finde ich auch. Wirkt dunkel, fruchtig. Schwerer, nicht schwer, aber schwerer. Und irgendwie wirkt er so cremig. Das ist ja wirklich. Ich finde, er hat so ein bisschen was wie von so einem starken Parfüm. Ja. Also er riecht wirklich sehr, sehr parfümig, ölig, in eine fruchtige Ecke, aber eher so ein bisschen vergorene Früchte. Ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass er nur 40% hat. Also ich finde, das wirkt etwas hochprozentiger. Ja, ein bisschen und scharf vielleicht. Ja, ja. Aber süßlich. Bin sehr auf den Geschmack gespannt. Also gerade wenn man so ein bisschen Sherry in der Nase hat. Ja, Schokolade finde ich auch sehr gut. Und es dann so eine Cremigkeit gibt, freue ich mich immer schon drauf. Eigentlich wirkt er mehr wie eine Sherry-Bombe so in der Nase. Also Bombe ist übertrieben, aber wirkt deutlich Sherry-lastiger, als du ihn jetzt eigentlich so beschrieben hast von den Fässern. Etikettenschwinde, ne? Ja. Der hat bestimmt keine Bourbon-Fässer benutzt, sondern teure Sherry-Fässer. Ich glaube auch, ja. Und dann wollte er so ein bisschen runterspielen, das Ganze. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zitrus. Ja, Original, ich wollte auch gerade Zitrus sagen. Frech. Herr Lehrer, das wollte ich auch gerade sagen. Naja, ich sage dann Zitrone. Dann gibt es noch einen Punkt für mich.
Ja, aber guter erster Eindruck. Ja, ich würde sagen, den kann man mal probieren, ne? Slunch war? Slunch war. Mhm. Wer ist denn relativ holzig. Stopp. Eieiei, wir sind außer Übung. Komm. Das ist uns noch nie passiert. Sowas hat es noch nicht gegeben. Ich hoffe, wir sind auch dicht die. Ja, ich glaube schon. Flasche. Mach du. Schlechter ich Part von dir. Gut. Ich habe nichts gesagt. Deutlich flacher als in der Nase im Geschmack, muss ich sagen. Hätte ich doch ein bisschen tiefgehender erwartet. Jetzt erstmal so ganz neutral. Der hat so eine leichte Pfeffernote mit drin. Wie so ein gepfeffertes Lammsteak. Aber angenehm. Also muss ich sagen, ist jetzt nicht schlecht. Aber hat eine schöne Pfeffrigkeit. Mhm. Also ich finde ihn schon relativ holzig. Auch relativ bitter. Hat so ein bisschen Kaffee-Schokonoten. Definitiv, die sind sogar relativ, ja, die sind extrem. Diese Bitteraromen. Mhm. Aber in so einer nicht sehr penetranten Art, sondern eher in so einem Kaffeelikör-Stil. So ein bisschen eher in der Nussigkeit. Kaffee lasse mich aber auch drauf ein. Ach, schwer. Also er hat keinen guten Stand bei mir im Geschmack. Du bist ja für einen guten Part zuständig. Mhm. Das ist immer sehr gut, wenn man dann so mit dem... Aber Nussigkeit definitiv... Kommt jetzt immer mehr, finde ganz, ich, raus. Ganz extrem Walnuss gerade bei mir. Mhm. Und ich würde mich sogar darauf einlassen, so ein bisschen, wenn ich drei Komponenten herauspicken müsste gerade, dann wäre das Walnuss, Kaffee, vielleicht so Mokka oder so, und das in einem Likör kombiniert mit so einer Süße und einer Bitterkeit. Also ich glaube schon, dass das der ein oder andere mögen mag, ne? Mögen gemocht hat, aber für mich ist das jetzt nicht so prickelnd. Ah, ich finde es schade, diese Schokolade, die man so in der Nase hatte, das hat man im Geschmack überhaupt nicht mehr. Mm. Diese Nussigkeit ist aber eine nette Komponente. Also ja. Ich hatte noch nie so einen nussigen Whisky. Ja, das stimmt. Muss ich schon sagen. Mm. Nur Snuggert-Creme. Mm. Was sagst du zum Abgang? Ja, ich bin ja für einen guten Part zuständig. Der Abgang... Ich kann mich da nicht äußern. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Der Abgang ist relativ... Ich sag viel zu viel relativ. Es ist nicht existent, um es mal so zu sagen. Der ist so dünne. Es ist auch eine Kunst, ne? Dass das Ding wirklich verschwindet. Ist smooth. Positiv ausgedrückt, es ist smooth. Ja, der hinterlässt jetzt keinen Kratzen groß und der ist auch nicht. Aber der ist eigentlich nicht da. Spurenlos verschwunden. Eigentlich ist er nicht da. So, der ist, wenn man mal ehrlich ist, wenn man den bewerten muss, der ist nicht da. Das ist verrückt, ne? Das sind null Punkte. Also im Geschmack und in der Nase, je länger ich den trinke, finde ich ihn eigentlich ganz angenehm so. Mhm. Ne? Kann man gut trinken. 40%, nettes Ding. Ja. Aber Abgang, puh. Ich glaube, Alkohol ist schön eingebunden. Das ist jetzt hier auch unser erster heute. Muss ich sagen, super entspannt. Aber ich habe bei ich sage jetzt mal so, ja, bei 80% der Whiskys, wenn ich die trinke und ihr die Videos mal so im Nachgang guckt, dann sage ich immer... Im Nachgang, nicht live. Ja, nicht live. Es ist wichtig, dass ihr das später guckt. Wenn ihr die jetzt nochmal alle durchguckt, alle Videos, die wir gedreht haben, ja, ist keine große Aufgabe. Nehmt euch mal ein Wochenende. Ja, genau. So, aber da werdet ihr herausfinden, Mensch, der Lasse, der hat relativ häufig gesagt, wenn der jetzt in Fassstärke wäre, dann wäre der besser. Ich dachte, du hast relativ jetzt häufig gesagt. Und jetzt, bei diesem hier, ist es mal andersrum. Ich glaube, wenn der fast stark wäre oder mehr Volumen, ich glaube, der wäre nicht geil. Ich glaube, das würde richtig ekelhaft sein. Glaube ich nicht. Ekelhaft ist vielleicht auch hart, aber der wäre auf jeden Fall nicht besser als 40%. Hätte ich gerne mal gehabt. Ja. Also statt Wasser rein, einfach mal so Alkohol. Purer Alkohol. Das ist, glaube ich, die Lösung. Ja, geht hier leider nicht.
Aber also was wir bei ungarischer Eiche manchmal hatten, das waren Fassstarke, das waren sehr, sehr würzige Charaktere. Ja. Hätte ich bei dem hier auch mal interessant gefunden. Ne? Ja, die österreichische Eiche, die da mit drin ist, die hinterlässt jetzt nicht markante Spuren. Ja. Außer es ist diese Nussigkeit. Diese Nussigkeit. Aber die könnte auch aus dem Sherryfass sein. Ich weiß es nicht. Wollen wir mal benoten? Ja, gerne. Willst du starten? Ich starte gerne. In der Nase hat er ein paar Komponenten, die man auch schön entdecken kann. Also es macht schon Spaß. Ist jetzt aber nicht der komplexeste und auch nicht der angenehmste Whisky, den ich in letzter Zeit hatte. Da gebe ich ihm wirklich gut gemeinte 79 Punkte. Im Geschmack gehe ich sogar hoch, weil ich finde diese Nussigkeit sehr, sehr spannend. Ich finde, der Alkohol ist gut eingebunden. Ich finde, man kann auch nach und nach vielleicht noch links und rechts ein bisschen was entdecken. So diese drei Komponenten hattest du. Vielleicht findet man da noch mehr. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Da gebe ich ihm 81 Punkte, weil auch 51 Euro ist eine kleinere Destille. Für ein halbes Liter. Ist ein okayer Preis, so muss man sagen. Hm. Dann kommen wir zum Abgang. Und da gebe ich ihm einfach 60 Punkte. Also es ist wirklich einer der schlechtesten Abgänge, die ich bisher hatte. Ich gehe mal runter auf eine 50. Also wirklich, das ist... Krass, ich hatte jetzt echt überlegt, ob wir den zum Barrowbees machen, aber gut, damit ist das wohl obsolet. Dann werde ich meine Bewertung adjustieren. Ich weiß gar nicht, wie man das schafft. So einen nicht existenten Abgang zu kreieren? Ja, weiß ich auch nicht. Schon mal eine Komponente ist ihn auf 40% runter zu verdünnen. Also, ich habe ähnlich, aber ich bin nicht ganz so positiv gestimmt wie du. Vielleicht beim Abgang dann doch ein bisschen mehr. Aber ich habe in der Nase hätte ich ihm jetzt so 73, vielleicht 74 Punkte gegeben. Im Geschmack hätte ich ihm, da bin ich dabei. Der hat ein paar interessante Noten, gerade mit der Nussigkeit. Das ist schon speziell. Hm. Ist aber nicht ganz mein Beuteschema, deswegen 78 Punkte und so faire Punkte. Und im Abgang bin ich nicht ganz so hart. Du wirst jetzt sogar auf 50 Punkte runter. Ich gebe ihm mal 65 Punkte. Ich meine, er hat auch, das muss man dazu sagen, er hat auch keine Fehlnoten. Ja? Das rechne ich ihm positiv an. Dann gehe ich auf eine 60. Wie du willst. Also im Endeffekt ist der Abgang nicht existent. Das muss man sagen, der ganz minimal nur. Er macht auch in dem Sinne nichts falsch, außer dass er nicht da ist. Ne? Es gibt quasi nichts zu benoten. Genau. Kann man verstreichen. Eigentlich ja? Könnte man wirklich 0 Punkte geben, aber das wäre auch zu heftig im Vergleich zu anderen, die dann vielleicht ekelhaft sind, sage ich mal. Ja. Insofern, ich gebe ihm 65 Punkte. Jetzt auch keine Fehlnoten. Ja. Muss man auch sagen. Gut. Kaufempfehlung. 51 Euro für... Also so einen kleinen kann man sich mal gönnen. Österreichische Eiche ist eine spannende Sache. Ich hätte gerne mal eine Vollreifung da drin. Das würde mich mal interessieren. Ja. Wie das dann abgeht, das Ding. Aber prinzipiell so finde ich nicht verkehrt. Kann man mal trinken. Gerade so einen kleinen kann man sich mal holen. Ja. Wenn man in der Gegend ist sowieso. Zuschlagen. Große Flasche nicht. Ja, würde ich auch so sehen. Ich wollte gerade sagen, für 50 Euro würde ich mir, glaube ich, was anderes holen, ehrlicherweise. Dafür hat er mich jetzt nicht umgehauen. Aber der ist auch nicht schlecht. Also wie gesagt, Abgang ist jetzt nicht da, aber so vom Geschmacklichen und von der Nase gibt es definitiv deutlich Schlechteres. Gibt auch Besseres natürlich, aber ist in Ordnung. Ne? Ist in Ordnung. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.